Servus und herzlich willkommen zurück. Ja, ich weiß, ich mach's schon wieder. Aber jetzt ist Zeit, da wir ja demnächst nicht arbeiten für das Team Rocket. Die Silvco zahlt zu wenig. Ja, das ist natürlich ein Verräter. Den muss man bestrafen. Elektroball. Natürlich. Was hätte es sonst sein sollen? Ja, machen Funkensprung, der ist natürlich... Der nützt mir eigentlich nicht so viel, aber ich meine... Ich nutze ihm genauso wenig und wenn er mich irgendwie bei der Hälfte der KP hat, dann benutzt er sein Finale. Und... Oh... Finale... Oh... So, und jetzt sind wir beide paralysiert, aber ich darf nicht angreifen. Aber er macht's weiterhin. Deswegen werde ich jetzt zu anderen Mitteln greifen, und zwar unseren Affen. Unser Affe hat die Fähigkeit, mit Hilfe eines Durchbruchs alles durchzubrechen. Also 1, 2, zack, 3, Durchbruch, Durchbruch. Das ist ein Durchbruch in Sachen Elektroball. Ist so. Smogmog wird gerufen. Da hast du natürlich wieder mehr zu melden, kleiner Mann. Ist so. Aber bevor du gegen Smogmog irgendwas melden wirst, werden wir dir eine kleine Heilung gönnen, denn du siehst mir nicht gesund aus. Und eine Attacke und du bist down, nehme ich mal an. Ja, hätte sein können. Ein Volltreffer und das Ding wäre tot gewesen. Ist halt so. Aber so haben wir noch eine Chance. Auch wenn wir paralysiert sind und nicht als erstes angreifen dürfen, haben wir trotzdem eine Chance, diesen Kampf, boah, ist das eng gewesen, zu gewinnen. Und den gewinnen wir jetzt auch. Und unser Pikachu dürfte jetzt auch so langsam Level 36, ja... Ja, ich hab dich erwischt, da hast du vollkommen recht. Pikachu ist leider jetzt nicht mehr zu gebrauchen. Klingt irgendwie voll hart. Ist aber leider so, also wir werden dann jetzt doch unsere Fackel als erstes, als zweites unser Täubchen. Ich kann nicht anders, ich muss dieses Pokémon heilen, sonst sehe ich schwarz. Für den Fall, dass wir irgendwann mal hier doch noch mal einen Kampf also mit Pikachu führen müssen, möchte ich auch, dass er geheilt ist. Und deswegen muss das jetzt sein. So, hier sind auch alle defeated, hier ist nichts zum Öffnen. Hier war aber definitiv was, oder? Genau, dahinter war auch noch was. Oh. Das ist natürlich ganz spannend, was wir hier so alles finden. Hyperheiler. Einen Top-Beleber. Und ein Fluchtseil. Das ist natürlich top. Was haben wir noch hier? Nix. Pah! Psst, siehst du nicht, dass ich mich verstecke? Ja, doch. Das sehe ich, aber irgendwie mir das ziemlich wurscht, muss ich sagen. Mein Pokémon erwartet dich. Das heißt, er hat nur eins. Das heißt, unser Freund Fackel wird Level 36 und damit ein Glurak. Na, wobei in diesem Kampf wird er noch nichts. Das hat andere Gründe, da wir jetzt noch über 1000 XP brauchen. Über 1300 XP und ich mir ziemlich sicher bin, dass dieses Elektroball definitiv keine 3300 XP bringen wird. Das müsste schon eine extreme Verschätzung sein. Genau, und dann im nächsten Kampf können wir beide Entwicklungen sehen. Bam, ey, das ist natürlich eine ganz geile Sache, wenn wir das natürlich hinkriegen. Beide Pokémon zur gleichen Zeit einmal
Gegen den habe ich noch gar nicht gekämpft. Was? Wer hat denn das Kind reingelassen? Wieso habe ich gegen den noch gar nicht gekämpft? Ich dachte, hier ist niemand außer Team Kadabra. Okay. Wir werden hier erstmal einen Flammenwurf setzen. Bitte nicht besiegen. Zu spät. Das wollte ich jetzt natürlich nicht. 36 hat es aber trotzdem erreicht. Bin ich froh. Pantimos wird hoffentlich erledigt von Täubchen und es bringt hoffentlich 800 XP. Bitte. Das wäre schon mega geil, wenn ich das hinkriege, beide gleichzeitig eine Entwicklung spendieren zu können. Also, Reflektor, das heißt, erhöht die Verteidigung, okay. Ja, aber ich... Ich möchte, dass du stirbst. Ach, okay. Du möchtest noch nicht. Gut, aber ich möchte es jetzt. Endgültig. Jetzt bitte, gib... Oma. Ich hätte einfach wechseln sollen, ich Vollidiot. Naja, so entwickelt sich wenigstens Fackel. Schade, ich hätte gerne beide hintereinander gesehen. Aber es sollte nicht sein. Es sollte einfach nicht sein. Aber wir haben ein schönes Glurak. Ein schönes Glurak. Das ist auch was Schönes. Glurak versucht Flügelschlag zu lernen. Versuchen wir es. Was macht ein Flügelschlag? 60. Mach mal Kratzer weg. Komm, zack. Mach mal so. Sei mal Arschlöcher. Mach mal Kratzer weg. Und Glurak erlernt den Flügelschlag. Bams, ey. Ich habe nicht gesehen, dass da noch so ein Typ ist, den ich nicht besiegt habe. Echt, ey. Habe ich den dann besiegt? Dann können wir natürlich erstmal unsere Werte abchecken. Das sieht natürlich schon mega aus. Also fast ein 100er. Sieht schon also nach einer gewissen Brutalität aus, die von Glurak aus ausgeht, muss man schon sagen. Ah ne, der ist schon besiegt. Okay. Gut, dann werden wir jetzt da rein rushen. Tür ist geöffnet. Bams. Ein Eindringling mischt das Team Rocket auf. Das bist du, oder? Ja. Yeah. Das bin ich. Was dagegen? Sonst macht ja hier niemand was gegen diese Mongos, nur ich. Was eigentlich auch ziemlich traurig ist. X-Spezial. Gut, die haben das komplette Gebäude infiltriert, aber KP Plus, das ist natürlich was Feines. Kann man doch trotzdem mal irgendwas machen. Und sowas wie Polizei, das kennt Pokémon natürlich nicht. Also, zumindest in diesen Kämpfen hier. DTM Protzer. Türöffner. So, und jetzt mach bitte mein Tauboga zu einem Tauboss. Das ist natürlich ein super duper mega geiles Viech dann. Und ich kann es kaum erwarten, dass das aus 36 wird, mein Tauboss. Muss ich ehrlich sagen. So, jetzt hoffe ich nur, dass er nicht irgendwie zweimal irgendwie so ein Volltreffer kommt und keine Ahnung, was noch kommen kann, weil dann natürlich kommt jetzt ein Volltreffer. Was sonst, Mann? Kann ich eigentlich gleich wieder nach diesem Kampf ins Pokémon Center rennen, weil ich nicht wieder kein Geld habe und egal. Wir werden Ling jetzt einsetzen und Ling wird uns ein wenig unter die Arme greifen. Es könnte für Ling diesmal sogar reichen, ein Level Up auch zu erreichen gleichzeitig. Muss es aber nicht, weil wir haben bei Tauboga gesehen, das hat auch nicht gereicht um einen Millimeter, aber ich glaube es reicht. 29 müsste genügend XP bringen, damit sich Ling in ein Level 36 als Metro... Ja, tut's auch. Hat eindeutig gereicht. Alles klärchen. Dann haben wir jetzt eine nächste Entwicklung noch. Täubchen entwickelt sich. Oh yeah, baby. Darauf warte ich schon Ewigkeiten. Tauboga finde ich irgendwie voll mega geil. Muss ich ehrlich sagen. Eins meiner Lieblingsflug-Pokémon.
Und das finde ich ist schon Hammer, Hammer, Hammer geiles Teil. Tauboga, Zauboss. Erlernst du was? Nein, erlernst du nicht. Schauen wir uns mal die Werte von unserem Tauboss an. Das muss sich natürlich auch was gesteigert haben. 72 Angriff, 79 Initiative, ungefähr gleiche Spezialverteidigung und Verteidigung. Und der Spezialangriff ist ungefähr so groß wie unsere Verteidigung. Das ist ziemlich ausgeglichen. Hier ist es ein krasser Unterschied, Spezialangriff und Angriff. Aber Verteidigung und Spezialverteidigung sind ungefähr gleich. Hier ist mehr so auf die Spezial- und Initiative gesetzt. Der hier ist mehr so auf den Angriff und die Schnelligkeit. Und der, naja, der hat nicht so viel. Also, dem geben wir jetzt auch einen Donnerstein. Das machen wir auch noch genau. Alles in dieser Folge. Welche Stock sind wir denn? Wir sind gerade im 6. Das heißt, wir haben noch 3 Stockwerke zu erledigen, wo wir alle Türen öffnen. Und dann haben wir wirklich alles besiegt. Vorerst. Also da, wo wir überall reingekommen sind natürlich. Und dann haben wir aber immer noch alle Plätze, wo wir quasi noch rein könnten mit Teleportern, und da haben wir dann auch noch mal ein paar Kämpfe. Das heißt, das wird wahrscheinlich der längste Ort sein, an dem wir uns aufhalten werden im ganzen Let's Play. 7, 8, 9 Parts. Ist schon nicht ganz so ohne, muss man schon sagen. Was sagt uns unser Budget? 7000? Kann man sich ungefähr 6 Hypertränke kaufen? 6 Hypertränke sind natürlich besser als kein Hypertrank. Aber die verschwenden wir dann auch relativ schnell, was ich ziemlich schade finde, muss ich sagen. Aber so haben wir dann zumindest 14. Und diese 14 kann man dann als Reserve benutzen, weil wir haben hier noch, glaube ich, 10 Stück von normalen Dingern. Nur so, wir waren in Stocks 6, wenn mich nicht alles täuscht. Und so, jetzt gehen wir weiter. Alles Klärchen und Bärchen. Jetzt geht's los mit Stock 6. Haben wir hier alles geöffnet? Das können wir nochmal nachschauen. Ne, haben wir natürlich nicht. Da geht's weiter. Tür öffnet. Bingo. Hier ist es sehr gefährlich. Du wirst mich nicht retten können. Es wäre fatal, wenn das Team Rocket die Civco oder unsere Pokémon übernehmen würde. Das Team Rocket ist hinter dem Meisterball her, mit dem man jedes Pokémon fangen kann. Ja. Mit dem man übrigens auch jedes Pokémon fangen kann. Wusstet ihr das schon? Nein, ich auch nicht. Aber mit dem Meisterball ist alles möglich. Genau, da waren wir aber auch schon. So, dann werden wir jetzt noch hier einige Türen öffnen. Wenn denn hier überhaupt noch was zum Öffnen ist. Nee, hier ist nicht. Hier ist nicht. Da ist was, genau. Dann machen wir mal hier die Tür noch auf. Ob die Silvko schon erledigt ist? Nein, ist sie noch lange nicht komplett. Die ist nicht erledigt. So, in diesem Stockwerk haben wir dann auch nichts mehr. Hier haben wir noch was. Bingo, die Tür ist geöffnet. Bingo, die Tür ist geöffnet. Okay, dann waren wir hier auch schon. Hier haben wir noch was. Bingo, die Tür ist geöffnet. Ah, hier ist unsere Heilung in diesem Labor quasi. Bingo, die Tür ist geöffnet. Und hinter dem ist dann unser Rivale. Wir beenden diesen Part jetzt hier, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr schaltet wieder ein. Jetzt wird's spannend. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Brandy.